Ich glaube, wir sind verrückt. Wir haben so viele Instrumente und so viel zu erklären, dazu reicht meistens ein Konzert gar nicht. Aber es ist gerade die Verrücktheit und die Freundschaft, die uns jetzt so lange schon zusammengeschweißt hat und manchmal zu Ergebnissen führt, an die wir vorher gar nicht gedacht haben. Das heißt, wir kommen mit vielen Ideen in eine Probe und gehen mit ganz anderen Ergebnissen raus, als wir es vorher gedacht haben. Ich setze ein Stück für Oboe, Klarinette und am Ende kommt es raus, na, ist vielleicht doch besser mit Englischhorn und so. Also das Ausprobieren, das Spielen, das ist es. Wir haben alle drei unsere Rollen, ohne dass wir sie jemals festgeschrieben haben. Aber Locke, so nennen wir ja den Fagottisten, unser Locke, der geht ganz schnell auf die Leute zu, die fliegen ihm auch direkt zu. Ich bin eher so der Distanzierte, vor allem in der Pause kommen jetzt nicht alle Leute zu mir. Aber wenn sie zu mir kommen, dann kommen sie zum Instrument. Und unser Klarinettist, der Jan, der ist der Charmeur und der hat dann manchmal Damen, die ich auch gern hätte. Das war mir gar nicht so klar, aber ich spreche vielleicht das Publikum auf eine gewisse Art und Weise einfach an. Vielleicht nicht nur so auf der informativen Ebene, sondern auf einer anderen Ebene auch noch. Und das ist uns ja auch wichtig, einfach unsere Begeisterung für die Musik einfach auch, jetzt nicht nur via Informationen auch dann, wenn die Leute Fragen stellen, sondern das auch richtig so rüberzubringen, wie wir das selber auch leben. Ja. Die Geschichten, die Konzertgeschichten entstehen ein bisschen aus dem Konzertalltag heraus. Das heißt, irgendwann bildet sich eine Geschichte auch heraus, beziehungsweise wir überlegen uns die im Vorfeld und bauen um eine Geschichte ein Konzertprogramm herum. Also diese beiden Möglichkeiten gibt es. Dass man sagt, okay, wir wollen die und die Geschichte erzählen, was haben wir für Musik? Oder wir haben die und die Musik und was können wir für eine Geschichte in die Musik einbauen? Man kann es in einer Mietwohnung spielen. Die Bühnenkante ist bei uns nicht Schluss, sondern die ist die Sprungschanze sozusagen für die Töne und für die Musik, die wir rüberbringen. Schon beim Konzert, wir erzählen immer Geschichten, wir moderieren immer. Alle unsere Programme haben einen roten Faden, haben einen Titel und es wird eine Geschichte erzählt. Und in der Pause merken wir ganz oft, schon während des Konzerts werden die Leute unruhig, weil sie gerne mal die Instrumente aus der Nähe sehen wollen. Wer kennt schon eine Oboe aus dem 18. Jahrhundert? Und in der Pause kommen wir selten von der Bühnenkante weg. Und nach dem Konzert dauert es oft eine Stunde, was der Hausmeister oft nicht so lustig findet. Aber die Fragen sind mannigfaltig und wir sind nicht nur Spielkinder, wir sind auch Erklärkinder. Und wir lieben unser Publikum und wir können gar nicht nah genug rankommen. Ja, super fand ich es. Sehr schön. Interessant. Super. Ich bin begeistert als Fan dieser älteren Musik und auch der älteren Musikinstrumente. Von daher war das ein ganz tolles Konzert. Bye.